Ja, wir haben jetzt die letzten Wochen leider mehr verloren, als uns das lieb war. Haben jetzt aber unter der Woche noch mit der Mannschaft zusammengesessen und gesprochen. Verletzte Spieler kommen jetzt nach und nach alle zurück. Henri wird auch wieder spielen können. Ja, und das sind wir unseren Fans hier auch schuldig, in der eigenen Halle wieder zu gewinnen, weil da warten sie auch schon lange drauf. Und ja, das gehen wir Freitag dann gemeinsam an. Platz 5 ist noch ein lohnenswertes Ziel für euch. Absolut. Hinterher fragt keiner mehr, wie waren die letzten Spiele. Da guckt man nur auf die Tabelle. Und ist natürlich schöner, wenn wir da auf dem 5. stehen und uns nach oben orientieren, anstatt dass wir jetzt am Ende nochmal durchgereicht werden und im Endeffekt dann nur Platz 8, 9 erreichen. Deshalb volle Kraft voraus auf Platz 5. Jetzt kommt ein Gegner, der gar nichts mehr zu verlieren hat. Springer steht als Absteiger fest, hat zuletzt sehr gut, zumindest zu Hause, sehr gut gespielt. Was macht die aus? Was ist gefährlich bei denen jetzt? Die spielen eigentlich relativ unspektakulär, aber das eben auf den Punkt. Die haben wenig Spielzüge. Wie gesagt, die spielen sie aber konsequent durch. Haben ein paar erfahrene Leute dabei und spielen, wie gesagt, ohne Druck. Vielleicht ein paar Spieler wollen sich nochmal anbieten für andere Vereine, die in der zweiten Liga bleiben wollen. Und deshalb wird das schwer, aber ich denke mal, wir sind auch mental darauf vorbereitet, dass es ein harter Kampf wird und den werden wir annehmen. Die Kulisse wird sehr gut. Wir steuern auf eine Zahl von über 2000 Zuschauern zu. Das ist ja gerade jetzt in der Schlussphase der Saison, wo jetzt kein Aufstieg oder Abstieg mehr greifbar ist, absolut bemerkenswert, oder? Die Unterstützung haben wir, war immer gut eigentlich. Ist natürlich schön, auch wenn es nicht läuft, dass dann das Publikum hinter uns steht mit über 2000 Leuten. Da freuen wir uns drauf und wollen dann eine riesige Heimspielparty draus machen. Für dich persönlich jetzt, du bist endlich wieder mit dabei, in Wilhelmshaven fast eine halbe Stunde gespielt. Wie fühlt sich's an? Ja, ich freue mich erstmal. Auf der Bank war es noch ein bisschen schwer, weil man nicht eingreifen konnte. Aber mittlerweile fühlt sich das Knie wieder gut an. Ich bin guter Dinge, dass es auch für Freitag alles hält, alles fit ist und ja.